Justus Thies für die Tagesschau. Eine Frage an den Professor: Halten Sie das Anhydrit-Risiko bei der Baustelle S21 für beherrschbar? Und wenn ja, warum? Eine Frage an Herrn Lutz: Suchen Sie explizit auch nach Frauen bei den 19 besetzten Positionen? Denn momentan ist der Frauenanteil im Vorstand, ja, ich sag's mal, überschaubar. Und die dritte Frage war: Warum investiert die Deutsche Bahn eigentlich in ausländische Unternehmen? Was bringt das dem Konzern? Vielen Dank. Ja, die Frage mit Anhydrit kann ich direkt und einfach beantworten. Wir haben ja umfangreiche Prüfungen vorgenommen und durchführen lassen. Und wir kommen zum Ergebnis, dass mit den Maßnahmen, die wir eingeleitet haben, im Zusammenhang bautechnisch von Anhydrit, dieses Problem für uns beherrschbar ist.